Hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Hier nochmal der Apollon Einhornhengst mit der Nummer 70822. Eine Neuheit von Schleich für 2024 und ich wollte da zwei Repaints von machen. Eines ist fertig, ganz einfach. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe die Mähne und den Schweif, das Horn und diese Sonnenzacken oder was auch immer das bedeuten soll, mit Gold nachbemalt. Ich benutze da immer Farben von Vallejo und ich war sehr gespannt, wie das dann ausschaut. Wie sieht's aus, wenn die Mähne und der Schweif komplett Gold sind? So, dann habe ich hier auch noch die Ornamente an den Beinen, die man hier sehr schön sehen kann, ebenfalls etwas mit Gold nachbemalt. Und wie das kommt, ja, das schauen wir uns heute in diesem Video ganz schnell an. An diesem Tattoo, die Sonne an der Flanke, habe ich nichts gemacht. Ich habe es einfach gelassen. Genauso wie diese Goldglitzerpartikel, ja, die kriegst du eigentlich nicht weg. Es sei denn, du gehst hier mit einem Verdünner dran. Wollte ich aber auch nicht machen. Ich wollte die Farbe original lassen, wie sie ist. Einfach mal sehen, wie wirkt denn das Ganze? Wirkt es ein bisschen stimmiger, wenn hier flächig Goldfarbe zu sehen ist? Ja, und das Ergebnis, das seht ihr hier. Zack, das ist das Repaint. Ihr seht schon, Mähne, Schweif ist Gold. Und ihr findet auch hier unten etwas Gold. Ich habe es hier auch an die Hufe dran gemacht. Ich halte es hier nochmal ein bisschen näher vor die Kamera. Das heißt, das Gold wurde jetzt nicht nur hier oben oder als Glitzer drauf gemacht, sondern komplett durchgezogen. Ich habe versucht, nicht aufs Fell zu kommen und ja, hat auch gut geklappt. Das ist so ein Gold, sieht ein bisschen aus wie ja, goldenes Staniolpapier, aber wirkt schon interessant. Ich meine, wir haben es hier mit dem Hengst zu tun, der die Sonne verkörpert. Ne? Von dem her, finde ich, kann man das machen. Ist natürlich alles nur Geschmackssache. Und ihr seht, ich habe hier sogar noch Gold in die Nüstern reingemacht. So sieht's aus. Dachte mir, wenn schon, komm, mach's richtig. Aber ich finde, das geht. Man kann es anschauen. Auch von dieser Seite, finde ich, kommt es recht gut. Es ist ein schönes, helles, warmes Gold von Vallejo. Es gibt natürlich auch Gold in anderen Farbtönen, wo eher ein bisschen Grünstich haben oder noch mehr ins Rot geht. Oder ein bisschen körniger. Gröber von der Konsistenz her ist. Von dem her hat mich es einfach mal gereizt, das so hier umzusetzen. Ihr seht, auch innen habe ich das hier mit Gold bemalt. Und ja, so kommt es. Also ich finde, das kann man auf jeden Fall anschauen. Genauso wie hier am Schweif. Ich sage ja hier an der Flanke, dieses Tattoo, da habe ich überhaupt gar nichts gemacht. Man hätte es auch nochmal nachmalen können, damit es noch kräftiger kommt. Aber ich bin kein Fan von diesen Tattoos. Ich meine, ja, ist egal, ne? Ist halt so. Hier an der Schwanzwurzel angefangen, ein bisschen auslaufen lassen, damit es nicht gleichmäßig beginnt. Und hier halt flächig aufgetragen. Zwischendurch seht ihr immer noch die Glitzerteile von dem ursprünglichen Glitzer, was es hier bekommen hat. Aber ist nicht wirklich schlimm. Das kann man machen, denn das Gold überdeckt hier wirklich alles. Ne? Ihr seht's. Okay, dann auch noch diese Ornamentik. Hier bin ich ebenfalls nochmal mit einem sehr, sehr dünnen Pinsel nachgefahren, damit das Gold hier in die Vertiefungen reinsitzt. Natürlich sieht man hier und da immer noch das Braun, was aber nicht schlimm ist. Damit kann ich leben. Auch die Innenseiten natürlich nicht vergessen. Hier und da kommt das Gold ein bisschen stärker, dann wieder ein bisschen schwächer. Die Hufe habe ich ebenfalls mit dem Gold bemalt, auch untenrum. Das Gold hält auch gnadenlos gut, ist auf Wasserbasis. Das heißt, ihr könnt es super verarbeiten, verdünnen, wenn es euch zu dick ist. Dann mit einem dünnen Pinsel auftragen. Und sobald es durchgetrocknet ist, geht das Gold hier nicht mehr ab. Ihr könnt diesen Einhornhengst hier ins Wasser schmeißen, da geht keine Farbe weg. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Also, so sieht das Ganze aus. Ne? Ich finde, auch das hat eine gute Wirkung. Das nächste Repaint fällt dann komplett anders aus. Also, ja, ich halte es nochmal direkt nebeneinander. Hier seht ihr die Mähne und die Stacheln auf dem Kopf. Dann auch die Beine hier unten, zumindest hier vorne. Gold und normal. Dann auch noch den Schweif. Links die normale Ausführung, rechts das goldene Repaint. Ich sage jetzt nicht, dass hier irgendeins von den beiden besser ist, aber es ist halt anders. Und ja, wenn euch das gefällt, einfach ein bisschen Goldfarbe, dann kriegt ihr das hin. Ich sag ja, wirkt dann gleich ein bisschen irgendwie weihnachtlich, der gute Apollon.
Aber was das Thema Sonne angeht, sind wir hier auf jeden Fall voll mit drin. So, dann noch ein Blick von vorne. Die Nüstern, wie schon gesagt, ich habe hier noch ein bisschen Gold reingemalt. Ich finde, das kann man bei sowas auf jeden Fall mal machen. Und ihr seht, die Unförmigkeit des Kopfes ist tatsächlich bei beiden Modellen so gegeben. Also es liegt nicht an der Bemalung. Das Auge links kommt irgendwie ein bisschen weiter raus oder die linke Kopfhälfte irgendwie ein bisschen kräftiger skulpturiert als auf der rechten Seite. Ne? Da verschwindet das Auge ein bisschen mehr. Ich stelle die zwei hier mal nebeneinander, dann habt ihr hier den direkten Vergleich. Ich werde es natürlich auch gleich nochmal drehen lassen. Also nochmal, ich finde jetzt nicht mein Exemplar hier besser. Das auf gar keinen Fall. Mich hat es einfach interessiert, wie wirkt das Ganze mit Gold. So, jetzt seht ihr auch noch gleich den Schweif ein bisschen besser. Also kann man machen, muss man nicht machen. Aber ja, ich mag so farbliche Alternativen. So, ich drehe es nochmal um. Dann seht ihr es auch nochmal von dieser Seite hier. So sind sie komplett drauf, die zwei. Ja, der Apollon-Hengst an für sich. Ich finde es super schönes Modell. Man muss sich kurz an diese Teile hier in der Mähne gewöhnen, ist eine Idee. Ich finde es schön, dass die Künstlerin, der Künstler von Schleich das entsprechend so umgesetzt hat und dass sie es so rausgebracht haben. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde den wirklich toll. Darum hat es mir auch wirklich Spaß gemacht, hier den zu repainten. Und das nächste Modell, wie schon gesagt, wird komplett anders. Aber wirklich komplett. Ihr seht hier übrigens auch mal sehr schön, wenn ich die beiden nebeneinander stelle, was ich auch schon im Video zu Apollon gesagt habe. Achtet auf das Braun. Ihr seht, da ist so ein richtig gelber Stich mit drin. Hier nicht so. Hier ist es eher braun. Und ihr seht hier auch nicht so schreckliche, ja, Farblücken. Hier seht ihr richtig helle Stellen und dann wird es hier wieder wie so eine Eierglasur. Hier ist es ein bisschen stimmiger, das Ganze. Ja, auf dieser Seite wird es auch sehr deutlich. Hier die Airbrush-Arbeit schlüpft ein bisschen mehr in die Ecken da rein. Bei diesem Exemplar sieht man halt ganz extrem, wie das hier aufreißt, ne? Die helle Farbe. Und deshalb sieht das hier irgendwie aus wie ein altes Spielzeug. Holz, was ausgeblichen ist, die Lasur, der Holzlack, bleicht hier aus. Oder ist angelaufen, hier ist es alles ein bisschen stimmiger. Ne? Achtet da unbedingt drauf, wenn ihr es vor Ort beim Spielzeughändler seht. Auch das Gesicht, der Kopf links ist ein bisschen dunkler, stimmiger als rechts. Hier siehst du so helle Flecken. Das ist links nicht so extrem wie rechts. Also unbedingt beim Kauf drauf achten. Ja, mehr ist es gar nicht. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich lasse das hier nochmal in 360 Grad drehen. Könnt ihr euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Sobald ich dazu komme, werde ich hier noch ein Repaint machen. Früher oder später. Kann ein bisschen dauern. Aber ja, sobald ich da ein Ergebnis habe, werde ich ein Video machen. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Noch viel Spaß beim 360 Grad Dreh. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay. Yeah.